Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotela und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, was wir uns hier in Courtyard spielen können. Und zwar kriegen wir das Mount von einer Ruf-Fraktion und da haben wir den Händler schon hinter mir. Ich befinde mich hier einmal auf den Koordinaten 63, 32. Und hier haben wir einen NPC, die Herzogin Münix. Und diese verkauft uns mehrere Waren. Unter anderem haben wir ein Mount Bernstein Splitterfell. Dieses bekommen wir bereits ab der Rufstufe respektvoll. Es gibt dann später neben Transmog auch nochmal ein zweites Mount, wenn ihr ehrfürchtig seid. Hier ist es aber so, dass ihr immer abhängig von eurem Covenant ein Mount bekommt. Heißt, es gibt vier verschiedene Mounts, die ihr kriegt. Und je nachdem, in welchem Covenant ihr seid, bekommt ihr ein anderes Mount. Wir wollen uns jetzt aber einmal das Bernsteinsplitterfell angucken. Wir brauchen einmal respektvoll hier bei der Fraktion und 5000 Stygier. Die gebe ich gerne aus, dass wir uns das Mount einmal holen können. Und dafür sollten wir jetzt erstmal drauf eingehen, was wir brauchen, um quasi den Ruf hochzuspielen. Wir haben hier die Fraktion Vorstoß des Todes und hier können wir den Ruf über verschiedene Aktivitäten erspielen. Erstmal müsst ihr natürlich die Kampagne so weit spielen, dass ihr hier überhaupt in Corfia ankommt und dementsprechend die Aktivitäten freispielt. Um hier Ruf zu farmen, bleiben euch mehrere Optionen. Erstmal gibt es eine Weekly Quest, die ihr hier oben einmal bekommt und da müsst ihr einfach alle möglichen Aktivitäten absolvieren. Diese Weekly Quest bringt euch, wenn ihr sie abschließt, 200 Ruf und es gibt eine Chance, dass da noch ein extra Ruf-Token dabei ist, das euch nochmal 1000 Ruf bringt. Also diese Weekly Quest solltet ihr auf jeden Fall jede Woche machen. Zusätzlich ist es dann so, dass ihr hier Dailies habt und ich habe jetzt gerade 5 Dailies am Start. Diese Dailies bringen euch auch Ruf, das ist nicht so viel, das waren irgendwie zwischen 75 und 125 Ruf bekommt ihr da für diese Dailies. Die Anzahl der Dailies ist abhängig davon, wie hoch ihr in der Kampagne seid. Ihr müsst die Kampagne hier ein bisschen weiterspielen, dann kriegt ihr nach und nach anscheinend ein paar mehr Dailies. Bei mir sind es aktuell 5. Ich bin auf Stand 5 von 9. Zusätzlich bekommt ihr auch noch Ruf, wenn ihr die Kampagne spielt. Die geht dann auch hier immer in Courtyard los. Da bringt dann auch jede Quest immer ein bisschen Ruf. Sind auch irgendwie so 75 bis 150 Ruf bekommt ihr dann für diese Geschichten. Das rentiert sich auch auf jeden Fall mitzunehmen. Heißt, ihr solltet einmal die Weekly Quest annehmen. Die Dailies machen, damit kriegt ihr eigentlich die Weekly Quest eh schon voll. Dann die Kampagne jede Woche weiterspielen, wenn ihr das könnt. Und jetzt gibt es noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten, um an Ruf zu kommen. Es gibt im Schlund das Tormentor Event, das kommt alle 2 Stunden zur ungeraden vollen Stunde. Heißt um 1 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr und so weiter. Und das seht ihr nur, wenn ihr im Schlund seid, nicht wenn ihr in Courtyard seid. Und ihr seht es auch nicht, wenn ihr in der Zuflucht von Venari seid. Das ploppt hier einfach auf. Und wenn das einmal aufgeploppt ist, habt ihr 2 Minuten, um hinzukommen. Wir müssen erst ein paar Mobs getötet werden und dann den Boss. Ja, das ist eigentlich relativ einfach, weil da immer relativ viele Leute sind. Also da solltet ihr nicht das Problem haben. Seht ihr einfach dann gemarkt hier auf der Map. Da gibt es x Standorte, wo das sein kann. Wichtig zu wissen, bei diesem Tormentor-Event, jeder von diesen Tormentor, also da gibt es ewig viele verschiedene, es sind glaube ich über 10, irgendwas zwischen 10 und 20 verschiedene gibt es, jeder von denen bringt euch 100 Ruf, wenn ihr ihn tötet, heißt das Tormentor-Event mitzunehmen, macht auf jeden Fall Sinn und dann ist es so, dass ihr beim ersten Mal, wenn ihr in der Woche so einen Tormentor tötet, eine Kiste bekommt und aus der Kiste gibt es dann auch nochmal extra Ruf, ich glaube das waren auch nochmal irgendwie 200, 300 Ruf. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel man da genau rausbekommt. Dann gibt es noch 2 Assaults, die jede Woche am Start sind. Immer von Mittwoch ID Reset bis Samstag 21 Uhr ist der erste. Und dann von Samstag 21 Uhr bis halt wieder ID Reset ist der zweite. Jeder von diesen Events oder diesen Angriffen, wenn ihr spielt, bekommt ihr 350 Ruf mit Abschluss. Heißt, das rentiert sich auch noch. Und die letzte Quelle, die wir noch haben, in Courtyard könnt ihr in die Rift-Phase reinkommen. Das macht ihr, indem ihr quasi so einen reparierten Rissschlüssel habt und dann hier an diesen verschiedenen Stellen in den Riss reinkommt und dort gibt es dann auch verschiedene Rares und diese Rares können so, ja, Supply Boxen, Stolen Courtyard Supply Box heißt es auf Englisch, droppen und da gibt es dann eine Quest raus und diese Quest bringt euch auch nochmal Ruf, also theoretisch kann man auch noch im Rift die Rares farmen. Das habe ich jetzt persönlich jetzt nicht explizit gemacht, aber die anderen Sachen, wenn ihr mitnehmt, Dailies machen, Weekly Quest Kampagne spielen, Tormentor versuchen mitzunehmen und wenn dann noch Zeit ist, kann man hier
diese Kisten holen. Und na klar, die zwei Angriffe die Woche sollte man mitnehmen im Schlund. Gut, das waren die Sachen, die ihr für Ruf erledigen könnt, um maximal die Ausbeute hier bei der Fraktion hochzutreiben. Neben Transmog und anderen Mounts of Ehrfürchtig gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dann Sockel auf euer Gear drauf zu basteln. Deswegen ist die Fraktion schon von Relevanz, auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt der krasseste Mount-Farmer seid. Wir schauen uns einmal das Bernstein-Splitter-Fell an, da sie es noch rausbringen. Lernen wir das einmal auf Mounts und dann können wir hier gleich aufsetzen. So, und ihr seht, das ist auch wieder so ein, ich würde fast sagen, so ein Bärenviech. Genau kann ich es ehrlich gesagt nicht definieren. Wenn wir jetzt hier mal das Mount-Emote machten, seht ihr, er schnuppert ein bisschen am Boden, gräbt was aus. Ist nicht sonderlich spektakulär. Erinnert mich so ein bisschen an die Ventier-Grundmounts, ne, von der Animation auch. Es gibt hier noch ein bisschen mehr von diesen Grundformen. Jetzt schauen wir mal, gehen wir mal hier Kort hier ein. So. Und zwar hatte ich ja euch das rote Splitterfell schon mal, oder blutrote Splitterfell schon gezeigt, was von Malbork droppt. Und dann müsste es noch ein letztes geben, wo ich dran bin, von diesem Pilze-Mob. Da muss ich mal gucken, genau, das ist der hier. Das ist quasi die gleiche Variante noch so in lila-violett. Die drei gibt's. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir fängt also wenn dann die rote oder die violette fast besser, die gelbe ist auch nicht schlecht, ne? Also es sind ganz lustige Mounts, die haben eine coole Farbgebung und man kann sich eigentlich alle relativ easy erspielen. Gut, das war eigentlich soweit die Rufquellen, wie ihr euch am besten das Mount erspielen könnt. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, helft der Community, schreibt es gerne in die Kommentare, wo man da vielleicht nochmal ein paar Quellen hat, wo man noch ein bisschen extra Ruf kriegt und damit, achso, halt! Aha! Mir ist jetzt noch eins eingefallen, bevor ich es vergesse. Wenn ihr hoch genug seid, ich glaube Kampagne 5 von 9 ist es? Ja, 9 sind es. Gibt es eine wöchentliche Quest oder eine Daily? Nee, es ist keine Daily, es ist eine World Quest, genau. Die hier aufpoppt, da müsst ihr so einen Balken füllen und da gibt es 1000 Ruf. Das habe ich noch vergessen. Seht ihr, fast wäre es mir durchgerutscht. Also hier gibt es dann nochmal 1000 Ruf. Wenn ihr die Kampagne soweit habt, dann könnt ihr wöchentlich machen und 1000 Ruf ist viel. Wenn ihr denkt, für die Dailies bekommt ihr relativ wenig. Gut, okay. Jetzt sind wir aber wirklich durch. Ich verabschiede mich. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.